Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir wieder beim Stefan Streetz in der Schanzenbräu in Nürnberg. Vielen Dank. Thomas, servus, grüß dich. Dass du immer wieder Zeit für mich findest. Immer wieder gerne. Und Thema heute ist eigentlich was Besonderes, das hat sich ja mal entwickelt, ist Schanzenbräu in Frenz. Da kannst du mal was dazu sagen, da sieht er schon ein bisschen an der Tür hängen. Ja, also wie gesagt, Thomas, vielen Dank für deinen Besuch, schön, dass du da bist. Freut uns immer wieder, wenn du hier bist, wenn wir wieder nach außen transportieren können, was wir hier alles so machen, auch in der Schanzenbräu. Und ja, wir hoffen, dass es ein bisschen informativ ist. Jetzt das Thema Schanzenbräu und Friends, ja, wie ist es entstanden? Ich bin ja Verkoster auch beim World Beer Cup, war ich in Denver gewesen und da ist es eine andere Nummer, da war diese Craft Brewers Konferenz und dann sind wir da rumgelaufen und da war die ganze Stadt mal beflaggt. Also Brewers Welcome und so weiter und dann habe ich gesagt, das ist der Wahnsinn, was ist denn hier los? Und da waren dann auch überall Partys und egal, die ganze Stadt war richtig am Feiern und die haben dieses Bier so zelebriert und diese Craft Brewer da so zelebriert, dass ich gesagt habe, ey Freunde, wie schaut es denn hier aus? Also das ist ja der Wahnsinn, warum gibt es das bei uns in Nürnberg nicht? Wir haben ja auch jetzt hier im November die Brau Beviale alle 3 Jahre oder 3 Jahre lang und dann das vierte Jahr ist es in München. Warum machen wir nichts? Und das war dann, da war die Andrea Keilreit von der Nürnberger Messe, der Janni Wodniczanski von der Bitburger Brauerei war dabei gestanden, der David Grinnell noch von Samuel Adams und dann haben wir gesagt, Streetz, dann mach halt selber. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich und das haben dann 2014, also nächstes Jahr ist es dann das 10. Mal, haben wir das gemacht und haben dann auf AEG in eine alte Fabrikhalle haben wir praktisch ein Disco reingebaut, haben Smokestick Lightning auftreten lassen. Der Bembers ist nochmal, hat einen kurzen Auftritt gehabt, haben ein paar Foodtrucks draußen stehen gehabt und dann unsere Friends, also alles Kumpels von uns, befreundete Brauereien. Und wir haben jetzt gesagt, wir müssen nicht alle immer ins Ausland gehen, um gutes Bier, gutes Craft-Bier zu trinken, sondern wir können das hier auch bei uns in der Nürnberger Umgebung. Natürlich sind dann ein paar dazugekommen, aus dem Ausland auch, hat sich dann so ergeben. Aber da haben wir immer so 10 Brauereien gehabt, jeder hat 2 Biere mitgebracht. Und die Idee dahinter ist, man zahlt einmal Eintritt, bekommt dann ein Glas, hat dann die Firma Sam, hat uns dann da freundlicherweise die Gläser zur Verfügung gestellt. Und man sieht es hier drauf, Schanzenbräu & Friends. Du gehst hin, kriegst ein Glas, dann kannst du dir aus diesen 20 Bieren kannst du dir aussuchen, kriegst dein Bier, kannst probieren und tauscht dein Glas aus und kannst also vom Hellen bis zum Pale Ale, West Coast IPA, gibt es verschiedenste Biere, die wir aussuchen und die kann man dann dort verkosten. Das wird eine schöne Feier, ist die offizielle Aftershow-Party. Jetzt mittlerweile hat sich so entwickelt, wir haben wie gesagt, das erste Mal auf AEG angefangen, dann sind wir in den Hirsch, haben das zweimal im Hirsch gemacht, dann haben wir es im Parks gemacht, dann haben wir es im Ofenwerk gemacht und ja okay, dann war natürlich Corona und im Ofenwerk, das war natürlich fulminant, da hat dann auch, wie dieses Jahr auch wieder Sheila Likes Tequila gespielt, die halt auch einen gewissen Rock'n'Roll rüberbringen, was uns natürlich auch super gefällt, was uns gut tut. Die alten Hasen. Bart Haas ist damals mit eingestiegen, das muss man schon aussagen, also das sind namhafte Firmen, die Messe Nürnberg, Bart Haas, Schanzenbräu reiht sich ein, wie schön ist das denn? Da waren wir natürlich mega stolz, dass dann auch Bart Haas seinen Firmenabend, diesen Bart Haas Abend auf Schanzenbräu & Friends gelegt hat. Der Name ist geblieben, ich habe es auch schon zum Jeff Meisel gesagt, es tut mir leid, aber das ist damals halt so entstanden und wir verwenden es auch nicht weiter und er kommt jetzt auch mit Meisels & Friends, es kommt Birlo, kommt aus Berlin, Meisels & Friends kommt, es kommt Schwindbräu, es kommt der Georg Rittmeier Hallendorf, es kommt Streubräu aus Nürnberg, Nürnberger Braugemeinschaft, dann natürlich auch Schanzenbräu, ist ja selbstverständlich. Ja. Und wen haben wir vergessen? Nee, haben wir nicht vergessen, last but not least, der Günni von Löwenbräu Neuhaus zum Löwenbräu Neuhaus. Und wir haben verschiedenste Bierspezialitäten, vom Weißbier bis zum West Coast IPA da. Und das ist eigentlich eine schöne Veranstaltung. Das Ganze ist am Dienstag, den 28.11. ab 18 Uhr. Das ist praktisch, wie du gesagt hast, die Aftershow-Party. Genau. Das geht dann danach erst los. Also müssen alle einmal rumwechseln. Das ist ja in den Messehallen. Ja, das ist am Eingang West. Also man kommt ganz gut hin mit der U-Bahn und man kann sich Tickets noch kaufen. Man fährt mit der U-Bahn hin, geht rein. Das ist ein abgesperrter Bereich
und dann stellen wir die Bar auf, die Band spielt und da geht's dann los. Also es ist die, wie gesagt, die Aftershow Networking Party und da treffen sich dann ungefähr 1000 Leute, kommen dann von der Messe und haben dann Spaß miteinander. Wir treffen uns auch. Gehen wir davon aus. Was zu essen gibt es natürlich auch. Es gibt was zu essen und alles for free, ist alles im Preis von 30 Euro beinhaltet oder eingeschlossen. Und ja genau, es wird eine schöne Feier, es wird kein Saufgelage, aber man kann halt networken, mal mit einem großen Brauer, mit einem kleinen Brauer, mal mit einem Händler, kann man mal sprechen, wenn man will. Und es sieht sich dort auf der Feier halt einfach allen gegenüber und alles sind Bier. Ja, und es sind halt auch Bierfreunde da, es sind Leute da, die haben echt total gern, die trinken gern Bier und darüber kann man sich halt dann einfach sehr schön austauschen. Und habe ich das jetzt richtig verstanden, da kriegt man einmal ein Glas. Man muss jetzt nochmal dazu sagen, wir haben die nochmal jetzt schnell befüllt, dass man das Emblem ein bisschen sieht, weil ihr habt ja extra dann wirklich schön, wie sagt das, lasern lassen oder was weiß ich. Ja, das ist irgendwie graviert oder gravieren lassen, das, ja. Aber also das ist von Sam ist das gemacht. Der muss jetzt Werbung machen, weil das meine ich ja auch. Das ist auch nicht, ja, das ist auch nicht immer selbstverständlich, dass man da ein paar tausend Gläser bekommt. Und die schicken uns, haben uns die Gläser geschenkt. Und da steht halt Schanzenbräu und Fans drauf. Und das sind eben die Verkostungsgläser, aus denen sich es auch. Und mit dem gehe ich dann überall hin. Genau, und du kriegst ein Glas und dann gehst du dahin, dann lässt du dir das einschenken und dann kriegst du im Tausch immer wieder ein neues Glas. Also du kriegst nie das gleiche. Gläserne Wippbändchen. Genau, also das Glas wird immer wieder getauscht, wieder gespült und dann bekommt man immer wieder ein frisches Glas. Also, das gefällt mir. So wie es sein soll. Ich glaube, da muss ich auch hin. Dann sehen wir uns. Genau. Vielen Dank mal für die Erläuterung. Dann viel Erfolg da. Ich meine, 700 bis 1000 Leute werden erwartet. Können ja, also ich glaube, das wird richtig voll. Ich habe schon sehr viel Feedback bekommen von Leuten auch aus der ganzen Welt, die kommen wollen und müssen wir schauen, dass wir die alle unterbekommen. Aber das wird ein schönes, schönes Fest. Und wie gesagt, also man kann vorbeikommen, man kann sich auf der Seite von der Messe und der Braube Viale, kann man sich dann einfach die Tickets kaufen, kosten 30 Euro und wo kriegt man schon für 30 Euro 18 verschiedene Biere, das ist schon, oder 20 verschiedene, die dann kommen, ist schon ein schönes Event. Und Kleiderordnung herrscht auch nicht. Kleiderordnung herrscht nicht, genau. Also das ist der Vorteil an der Geschichte. Also Nuggets sollte man nicht kommen. Nein, also Kleiderordnung. Das kann halt. In diesem Sinne, da freue ich mich. Ja. Wir werden wahrscheinlich auch da sein und dann sehen wir uns in diesem Sinne. Bis zum 28.11. Jawohl. Tschüssi und tschüss, danke fürs Zuschauen.